So, hallo, da bin ich auch mal wieder mit einem neuen Vlog. Der letzte ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her und da habe ich euch den Kleiderschrank im Schlafzimmer gezeigt. Aber seitdem hat sich auch so einiges getan und ich habe immer mal wieder so ein paar Snippets gefilmt, aber das war immer zu wenig, um so Weekly-Vlogs zu machen und deswegen dachte ich, schneide das eher so thematisch zusammen. Ja, und heute zeige ich euch den Fortschritt im Esszimmer bzw. Arbeitszimmer. Dieser Raum fungierte eine lange Zeit erstmal so als Abstellraum quasi für die ganzen Werkzeuge oder wo ich irgendwie was streichen musste und so. Aber jetzt ist er so langsam ready. Also so die ganzen Möbel sind drin, es fehlen noch ein paar kleine Sachen. Und ja, da zeige ich euch mal, wie das in den letzten Wochen so zusammenkam mit den ganzen Möbeln. Ja, das erste, was kam, war der Esstisch. Den habe ich zusammen mit meiner Schwester aufgebaut. So, ich weiß nicht, in welcher Stelle ich das letzte Mal stehen geblieben bin, aber ich zeige euch mal die Fortschritte im Esszimmer. Und auch die Lampe ist angebracht. Also eine etwas tiefer hängende Lampe, aber wir haben sie jetzt nicht ganz so tief gemacht. Man könnte sie, wenn man möchte, aber noch tiefer hängen lassen. Wir haben sie jetzt erstmal so und ich finde sie echt mega schön. Ich glaube, das ist meine neue Lieblingslampe, die wir haben. Also ihr habt noch nicht viele gesehen, denke ich, aber meine Lieblingslampe ist es, glaube ich. So, und hier ist der Esstisch. Ich habe jetzt die vier Stühle dran gemacht, die wir einfach haben momentan. Da würde ich mir in Zukunft noch mal andere holen, aber ne, alles Stück für Stück. Also es ist ein super schöner Esstisch von End Tradition, der ist 2 Meter lang, auch nicht geputzt, wie man sieht, aber super schön, passt perfekt in den Raum, finde ich, und das soll halt einfach das Esszimmer und auch Arbeitszimmer sein, also beides halt gemischt. Und hier ist auch das Sideboard angekommen, das werde ich auf jeden Fall auch mal per Timelapse festhalten. Und hier steht momentan noch einfach unser Krempel, so Akten und Papierkram und so ein Zeug, Drucker. Da soll dann eigentlich ein Regal hinkommen, so ein schwarzes. Das ist auch angekommen, vielleicht schaffen wir das auch morgen aufzubauen. Und hier sind dann auch nochmal Krimskrams. Hier unsere Pflanze, Lautsprecher, also alles so ein bisschen hingestellt. Hier noch eine Kiste von der Bestellung. Und hier liegt immer noch ein bisschen Werkzeug rum. Da werde ich, glaube ich, auch noch ein Sideboard bestellen, damit wir das Werkzeug nicht immer in den Keller räumen müssen. Und im Keller wird ja auch oft eingebrochen und so weiter. Ich glaube, als nächstes werdet ihr in diesem Video sehen, wie ich das Sideboard und das Regal aufbauen werde.
Okay, erstes Feedback zu dem Schrank. Er steht auf jeden Fall. Und wir haben nur 36 Minuten gebraucht. Also es kam uns zwar länger vor, aber es war dann am Ende nicht so lang. Es ging eigentlich alles relativ einfach, das alles zuzuordnen und so. Was halt mega genervt hat, war das so einzuklopfen. Also das habt ihr im Video gesehen. Das war extrem laut und man brauchte extrem viel Kraft. Also das war so ein bisschen... Aber wir haben es hingekriegt und das Ergebnis sieht sehr, sehr schön aus. So, ich zeige es nochmal so. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt so schwarz mit so Holzfronten. Finde ich sehr schön mit so Türen. Bietet auf jeden Fall sehr viel Stauraum und sieht halt einfach gut aus. Ja, das Nervige ist dann halt der Müll, der übrig bleibt. So, jetzt müsstet ihr inzwischen gesehen haben, wie ich dieses Regal aufgebaut habe. Das habe ich überwiegend allein aufgebaut, aber zum Stapeln brauchte ich dann doch am Ende Hilfe. Und das ist echt so mein absolutes Traumregal. Ich drehe mal eben die Kamera um. Das ist von Menu das Z-Regal. Das kann man so anordnen, wie man möchte. Also ich habe es jetzt 2x2. Man könnte aber auch nur eine Etage bis zu 4x machen oder irgendwie einen Teil weglassen und dann das so ein bisschen asymmetrisch haben. Ich habe mich eben für diese Variante entschieden. Finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe einfach dieses schwarze Holz und es ist wirklich sehr, sehr schwer. Das habe ich angeschafft hauptsächlich, um Papierkram so schön wie möglich aufzubewahren. Also hier kommen so Aktenordner und dann auch der Drucker. Und so ein Kram und dann auch so Bücher und all mögliche Deko-Sachen, die ich so ein bisschen angesammelt habe. Da freue ich mich schon, das dann so zu stylen und ja, alle Sachen reinzustellen. Hier neben dem Regal ist noch so eine kleine, ja eigentlich Tischlampe. Die hatte ich anfangs hier eigentlich drin, wo wir noch nicht die Deckenleuchte drin hatten und einfach Licht brauchten. Aber jetzt finde ich sie eigentlich auch ganz cool, so als Zusatzlicht. Ich finde das abends auch sehr, sehr schön. Wenn beide Leuchten an sind, sieht es sehr schön aus. Man erkennt das erst auf den zweiten Blick. Ist so ein Pappsockel, den man so zusammenfalten kann. Den habe ich bei Tiger gekauft. Und die Lampe ist eine Murano-Lampe. Die habe ich bei Etsy gekauft, zusammen mit einer größeren Version. Die ist auf jeden Fall super, super cute. Ich mache mal an. Macht halt eben so ein richtig schönes, gemütliches Licht. Wenn man das hier so erkennt auf dem Handy. Ja, ich liebe diese Lampen. So, hier drüben steht das Sideboard von Tilco. Und das kann man ja eigentlich so ganz frei nach seinen Wünschen konstruieren und zusammenstellen, wie man es möchte, was für Etagen, wo welche Türen oder Schubladen kommen. Da habe ich mich vom Design her aber sehr, sehr stark inspirieren lassen. Also bis auf ein ganz kleines Detail. Ich verlinke euch das Original quasi mal in der Infobox. Auch sowieso eine sehr sehenswerte Seite. Ja, so sieht es dann bei mir aus. Es ist 2 Meter breit und ihr seht schon, glaube ich, hier unten diese komischen Kartonstücke, die ich leider erstmal da reinstecken musste, weil typisch Altbau ist der Boden extrem schief und da war die Lücke dann oben wirklich, also das war super, super schief. Da habe ich dann halt erstmal so ein paar Kartonstücke hingemacht. Jetzt ist es eigentlich halbwegs gerade. Ist vielleicht nicht die optisch schönste Lösung, aber einerseits fällt das gar nicht mal so doll auf. Man guckt das ja meistens so von hier oben an. Aber wenn ihr da vielleicht eine Idee hättet, wie ich das so ein bisschen schlauer und schöner lösen könnte, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben.
Da werde ich auch noch die nächste Zeit dann die Regale befüllen und mal gucken, was ich so da drauf stelle. Ja, das werde ich, glaube ich, mit diesem Regal zusammen im nächsten Vlog zeigen. Und auch bei den Stühlen soll sich ja noch ein bisschen was verändern. Und ja, das kommt dann das nächste Mal. Ja, ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal versuchen zu erraten, was dann in dieses Sideboard reinkommen soll. Da kommt nämlich nur eine ganz bestimmte Sache bzw. Kategorie von Sache rein. Ja, auch bei diesem Regal war ja das Problem mit den schiefen Böden, aber hier war das cool gelöst, dass man die Beine so ein bisschen ausdrehen konnte. Das ist dann so eine elegantere Lösung quasi, um unebenen Boden auszugleichen, weil das halt überhaupt nicht auffällt, wenn da hier so die Beine so ein bisschen ausgedreht sind. Ja, das war's dann fürs Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn ich euch jetzt nicht in jeden einzelnen Schritt mitgenommen habe oder so ganz komplett im Alltag oder so, aber ich tue mein Bestes und ich hoffe, ihr habt Spaß dran, so Stück für Stück zumindest zu sehen, wie das Ganze so zusammenkommt. Und ja, wie gesagt, das nächste Mal kommt noch mal ein bisschen mehr zur Deko und wie ich das Ganze hier so ein bisschen einordne und dann je nachdem, was in der Zwischenzeit noch so dazu kommt an Möbeln. Also da habe ich ja auch noch mal so einige Sachen auf meiner Wunschliste. Ja, mal sehen, was sich so bis dahin getan hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Tschüss!